Hallo und endlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Scrutinized. Lang, lang ist es her. Die Musik ist echt ein bisschen laut gerade. Ja, 100% natürlich. Muss ich das jedes Mal wieder einstellen? 50 bitte, ich hätte gerne 50. Es klingt nicht wie 50. Ihr hört den Unterschied, ne? Ich nicht. Jedenfalls, genauso lange, wie ich mich nicht blicken lassen habe, genauso lange habe ich auch nicht wieder hier reingeschaut. Ich bin völlig raus. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir durchhalten müssen. Ich habe gerade mal geguckt, wir sind bei Night 5, also bei der fünften Nacht. Müssen wir denn nicht nur 5 Nächte durchhalten? Wäre das jetzt die letzte? Ich weiß es nicht. Und jedenfalls, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich diese Nacht nicht überleben werde, weil, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Routine mehr hier. Das war Lock, ne? das ist das Bad, hier ist sowieso nichts los. Natürlich ist es dunkel. Mach das an! Da geht's schon gleich wieder los, ne? Oh. Die Panik ist sofort incoming. Alles zumachen hier wieder. Halt! Hier aber aufmachen. Okay. Ich kann gar nicht lange irgendwie labern, weil ich mich hier höchst konzentrieren muss. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt weg war. 4 Monate oder gefühlt ein halbes Jahr. Hier war ich schon. Oder sollte ich das zulassen? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich das zu oder auflassen? Weil der versteckt er sich ja auch. Wer auch immer von den beiden kommt, versteckt sich ja auch gerne da. Nein, zu! Um Gottes Willen! Wir lassen es mal auf. So, weiter geht's, als wäre nie was gewesen. Wir gucken erstmal hier. So ging das. Okay. Na. Nein? Ich habe ein Problem. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, okay. Ja, das ist alles wunderschön. Ihr seht, ich bin voll raus. So, Joseph calls. Ich werde es nicht schaffen, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Der Carson, der ist 50 bis 60. Und ich darf ja gar nicht so laut reden, ne? Gray und Hazel. Weil ich muss mich auf die Geräusche konzentrieren. So, das ist er. Der ist eindeutig schuldig. Einfach mal gucken hier. Was hat er denn gemacht? So-called Dr. Charleston was recent town and met him yesterday while shopping. Aha, er war in Afrika. Er hat sein Haus renoviert. So viel Geld hat er da gekriegt in Afrika. Und er hat keinen guten Ruf.
Das ist schon mal gut. Das hätte ich als erstes wahrscheinlich machen sollen. Nee, hier haben wir auch noch was. So, so und so. Nein, hätte ich noch nicht machen sollen, scheiße. Ich muss doch checken. Alter. Okay. God prices organ prices. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, hier, komm. Ich meine, ich habe es gar nicht richtig angeguckt, aber er hat eine Waffe. Hallo? Nein, das ist falsch, was du da machst. Geh wieder an den Computer. Scheiße. Geh wieder raus. Schnell das Licht an. So. Oh nein! Wo ist das Licht? Hallo? Nein! Mach das zu! Alter! Es ist doch noch alles gelockt. Das ist alles fein. Alles super fein. Stimmt ja! Ich muss zwischendurch nach den Lichtern gucken, auch in den anderen Räumen. Oh nein! Hallo? Ist da jemand? Lock ist noch da. So, gegen die Taschenlampe. Gut, okay. Natürlich ist hier auch dunkel. Ich sehe dich genau. Macht euch alle hier raus. Ganz vergessen, ey. Das Licht zu checken. Ja. Okay, ich sehe nichts. Warte. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Make myself please. Ich will kein. Gib mir was. I can pay you a lot of money. Ich kann dir viel Geld zahlen, aber ich will keinen Ärger. Okay, definitiv. Das nehme ich direkt. Ich muss gleich nochmal nach dem Licht gucken. Weil das der Generator oder was auch immer da aufgehört hat. Man weiß ja nie. Wie viele Evidences brauchen wir denn? Drei natürlich. Jeff. Ich bin Jeff. Also, Das ist ein Missing. I'm afraid. Ich weiß nicht. Das ist nicht so belastend, finde ich. Ach hier, das sollte ich vielleicht noch nehmen. Halt, hier? War das jetzt falsch? Es war falsch. Ich hasse aus, es war falsch. Hallo? Oh Gott. Hallo? Na klar. Ja.
Verstehe ich, natürlich. Geh raus, hallo. Ich sehe nichts. Man könnte einfach Taschenlampe nehmen. Hallo? Oh nein. Oh nein, oh nein. Hallo? Ich hoffe, du bist gegangen. Du mieser Mistkerl, du. Da war ich ja gerade. Natürlich. Wer hätte es anders vermutet? Ist ja eigentlich immer gelockt, aber man muss trotzdem immer nachgucken. Irgendwie kommen sie ja dann doch rein. Ja, ich werde so kläglich versagen. Der Edmund. Arellano. Ich hatte vorhin nicht die richtigen Beweise, glaube ich. Das ist schon mal gut. Halt. What are furry conventions like? Furry coming out stories. Also, merkwürdige Tiergeräusche gehört vom Nachbarn. Aber so wie das hier aussieht, steht er einfach nur auf diesen Furry-Fetisch. Also, mach ich das mal zu. Weil wir haben keine Zeit, Leute. Wir haben keine Zeit. Albert Ewing. Aber ich gucke erstmal hier rum. Ne? Oh nein. Ich meine, es ist ja nur ein Auto. Aber es kann halt was indikieren. Etwas Gefahr anzeigen. Nein! Das war das Internet, glaube ich. Oder? Nee. Hä? Was war das denn? Eigentlich ist doch... Ja. Ey! Da war ich doch aber gerade! Wie kann denn das sein? Ich sehe dich genau. Ich sehe dich. Okay. Das war das Internet. Wir müssen trotzdem gucken nach dem Licht. Oh, mein Rachen krabbelt schon wieder. Pollenallergie. Und das Schlimmste, finde ich, ist, wenn es im Rachen juckt. Ich nehme zwar Tabletten dagegen, wenn ich sie gerade da habe. Momentan finde ich sie gerade wieder überhaupt nicht. Ah, die soll man nur einmal nehmen und das reicht mir nicht wirklich. Ah. Nein, nein, mach dich weg. Mach dich weg, ich sehe dich. Ich rufe die Polizei. Bin leicht angekotzt von dir. Hallo. Ah nein. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Das ist das Geräusch, wenn alles ausgeht.
dieser Wichser. Halt. Die anderen Zimmer. Proteinekontrolle muss schon wieder sein. Okay. Und nochmal. Du Wichser. Du verdammt. Nein. Bitte nicht. Ich hasse ihn. Ich würde ja gerne mal was machen. Die Nacht ist wahrscheinlich gleich vorbei. Aber ich werde ja nicht gelassen. So, jetzt erschreck mich doch nochmal. Nein. So. Also, Albert. Ewing. Nachbar, hab an seiner Tür geklopft. Ich hab schreien und... Komm her. Schreien gehört. Er war verschwitzt und rot. Klingt eher nach Sex, aber okay. Alles ist toll. Okay. Klingt eher nach was Unschuldigen? Nein. Nein. Das Glied ist nicht unschuldig. Okay. So, reicht. 3 von 3. Dann brauchen wir noch... Hallo. Wo? Das hier brauchen wir, verdammt. Mehl, braun, blue, dann das raus. Search und dann gehen wir mal gucken. Lass mich, lass mich. Ja, ich hab's gespürt. Ich hab dich gesehen, du! Ich hab dich gesehen! Bist du jetzt hier? Ich habe dich gesehen! Bitte stör mich nicht. Ich will das mal schaffen hier. Was? Albert. Okay, das war gut. 9? Was? Moment mal. Ich muss nicht 9 schaffen, oder? Ich muss nicht 9 schaffen, mach mich nicht wahnsinnig. Oder ist es nur 9 muss ich schaffen, damit ich vorher ins Bett gehe? Nie im Leben schaffe ich das. Sechs. Travis, hallo. Wir haben nicht mehr lange. Ah.
wollte Instant Root Kit machen. Na klar. 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 Das ist absolut klar. Nein, ist alles ausgegangen. In der Zeit bricht der bei mir ein, die Sau. Hallo? Oh, meine Finger sind so schwitzig. Achso, wir müssen warten, okay. Gray und... Willst du mich verarschen? Kurz anders hinsetzen. Mach! Okay, okay, okay. Keine Panik. Natürlich. Alles aus? Nein, nur hier. Der macht mich wahnsinnig. Mother's how to set online manipulieren? Discipline your wife. Stupid wives. How to hit without bruises. Okay, also der schlägt seine Frau. Ich kann es nicht großartig durchlesen. Ich muss es ja schaffen. Halt. Dümm. Und ist das ein Evidence? Ich nehme das als Evidence. 3 und ach, das hätte ich schon gemacht. So, du warst es auf jeden Fall. Ist mir egal, was die anderen sagen. Sehr gut. Aber wir werden es nicht mehr schaffen, weil es ist gleich vorbei. Die Nacht ist gleich vorbei. Hallo. Ja. Um 4 ist vorbei, ne? Gut. Düt. Und dit. Aber das war ja auch erstmal nur wieder zum Reinkommen, ne? Sara Lee. Also, ich mache das absichtlich, dass ich hauptsächlich hier gucke, sehe ich im Handy irgendwas Belastendes. Und mir das gar nicht mehr großartig durchlese, weil das schaffe ich halt sonst einfach nicht. Ja, herein. Was ist denn? Ich empfange keinen Besuch. Gar nicht nachts. Aber immerhin
wurde ich nicht ermordet. Das ist ja schon mal was.